hat. Gar nicht danach gefragt. Dort hat er an sich alles, was er braucht. Darin einen Tisch und drei Stühle, ein Bett, eine Couch mit einem Beistelltisch, einen Kasten, eine Küche mit einem kleinen Tisch und zwei Stühlen, ein Bad, eine Toilette. Der Städter besaß auch ein Gebühr. Dieser bewahrte einen kleinen Schrank auf. Die meisten hatten ihn gewehrt. Sie waren ja nicht mehr hochgestückt. Er hatte auch ein Gefolg, ein Radgerät, eine Stereoanlage, einen Computer mit dem Internetanschluss, einen Fotoapparat. Das Wohnzimmer und die Küche hatte je ein Fenster. Die Aussicht war nicht besonders. Die Fenster öffneten sich in einen Lichthof. Draußen brauten öfters die Tauben. In der warmen Jahreszeit schrieb einen schnellen Schwalben um das Himmelsrechte. Das Thema lief den Lüftern des Lokals im Erdgeschoss. Gelegentlich tropfte der Regen auf die Fensterfläche. Ab und an waren die Stimmen und Geräusche der Nachbarn zu vernichten. Die geraume Sonne war im Sommer zum Befesten zu sehen. Im Nachbarn ein Baum. Dieser Baum war nicht immer da gewesen. Er war groß geworden in den letzten Jahren. Von beiden Fenstern der Wohnung aus konnte man seine Äste berühren. Am Stamm des Baumes lehnte neben den Mülltonnen des Fahrers des Mieters. Die Wohnung lag im zweiten Stock. Da stieg aus beim Ohr. Lift gab es keinen. Das alte Haus wurde von einer pflichtbewussten Hausbesorgerin betreut. Sie war keine Ausländerin. Im selben Stockwerk wohnte eine alte Dame. Die Fenster ihrer Wohnung lagen straßenseitig. Die alte Dame hatte Seller, aber laut. Selten dachte sie über den Mieter nach. Als es eingezogen war er noch jung. Damals hatte der Typ das Türschild weggebracht. Gott, Bellheim. Herr Bellheim und mein unauffälliger Mann erfuhr jedes Montag, verließ er den Wagen und kehrte nahezu die alte Dame wusste nicht, welcher Beschäftigung ihr Nachbar nachging. Die beiden pflegten einen freundlich distanzierten Umgang miteinander. Die Sorgen der Wilhelm, seiner schon etwas gebrechlichen Nachbarin, etwas aus der inneren Stadt. Einmal war er Wilhelm krank gewesen. Die alte Dame hatte ihn mit dem Nötigsten versorgt. Daher packte sie auch die Wohnung ihres Kranken und hatte einige private Worte mit dem Gewissen. Es war aber nicht viel gewesen. Auch wenn der Mieter an sich alles hatte, was er brauchte, offenbar noch auch. So machte sich die alte Dame doch Sorgen. Herr Bellheim hatte keine Freunde, er hatte auch keine Partnerin. Als Herr Bellheim einmal krank gewesen war, hatte die Dame in seiner Wohnung Fotografie von dem Herrn und Frauen gesehen. Einige dieser Frauen waren die alte Dame bekannt. Bellheim hatte einige wenige Mal im Jahr abends eine von ihnen mitgebracht. Spätestens am folgenden Morgen hat diese die Wohnung wieder mit ihr verlassen. Keine von ihnen war ein zweites Mal gekommen, obwohl sie den Krankenhaus gar nicht danach gefragt hatte.
nicht dazu geäußert. Mir fehlt die Natur. Mir fehlt vor allem der Himmel, die Sonne, der Mond. Mir fehlen die Wälder, die Tiere. Mir fehlt die Jagd. Mir fehlt das Bild der Werden und Vergehen. Mir fehlt die Schönheit und die Hässlichkeit. Und manchmal fehlen mir auch die Worte. Und mit den Worten fehlt mir die Zeit. Mit der Zeit geht mir das Leben verloren. Deshalb brauche ich alle paar Monate die intensive Gesellschaft eines dieser Mädchen. Eine dieser Frauen, mit ihnen hole ich mir all das, was mir fehlt, was mir bleibt. Und seine Wechsel komplett